Kurzer Zwischenstopp. Ich zeige euch mal schnell den Fund, den wir gerade gemacht haben. Und zwar handelt es sich dabei um ein Erdkampfabzeichen. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung, da könnt ihr ein bisschen darüber lesen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon ganz schön zerfressen. Ich habe das mit Oxalsäure gereinigt. Also ich wollte den Zinkfraß da komplett weg haben. Und anschließend habe ich das in Paraffin gekocht. Man sieht, dass das versilbert ist, das hat eine Versilberung und diese Versilberung ist auch erhalten geblieben, zumindest da, wo der Zinkfraß nicht so stark war. Man hätte jetzt auch den Zinkfraß einfach dran lassen können, dann würde es noch vollständiger aussehen und das einfach so konservieren, aber in dem Fall wollte ich das einfach mal komplett reinigen und konservieren. Ich hoffe, dass sich das nicht weiter ausbreitet, aber viele Leute sagen halt, dass man Zinkfraß nicht aufhalten kann. Aber mal sehen, ich habe es ganz lange in Paraffin gekocht und hoffe, dass es den Zinkfraß einigermaßen gestoppt hat. Ich zeige euch mal noch den Stempel. Ja, ich habe da noch ein bisschen darum geschwenkt, hatte aber irgendwie keine Signale mehr und bin dann gegangen. Wir sind dann nach Hause gegangen. Am nächsten Tag sind wir wieder hin. Ich bin dann mit einem Sonnelkumpel dahin gefahren und wir haben dann zu zweit dort gesondelt. Und da geht's jetzt direkt weiter. Wir haben nämlich noch mehr gefunden. Ich habe noch keine 5 Minuten gesondelt, Alter. Ja, ich auch nicht. Erstes Signal oder was du gräbst? Ja, mein erstes Signal. Ich bin an der Stelle, wo das Erdkampfabzeichen lag. Heute ist richtig schönes Wetter. Und ich habe hier irgendwas ziemlich weit unten gehabt, ziemlich schwach drinne. Ich habe es natürlich schon teilweise gesehen und deswegen hole ich es jetzt mal raus. Das sind zwei Abzeichen auf einen Haufen. Die kleben zusammen. Versuch's mal vorsichtig zu trennen. Sehen, ob's Nein, tu es nicht. Nicht? Nein, tu es nicht. Da ist. Nee, das ist da dahinter irgendwie. Na ja, ich werde es nicht trennen. Ich lasse es so. Und werde es einfach mal ein bisschen bürsten. Mal gucken, was das für ein Abzeichen ist. Zustand. Die lagen auch sehr tief. Ich will die raus. Ich will jetzt nicht mit dir Wald rausmachen. Ich glaube, schwarz ist das. Schwein.
geil. Mein zweites Verwundetenabzeichen. Das ist das gleiche Loch oder was? Da lag das andere und. Hier. Und da war das jetzt. Hm. Der gleiche Typ wahrscheinlich hier von. Denke ich mal, die hört alles ihm. Hortfundabzeichen. Alter, du bist so eine Kröte. Dann ein Dings mit dem Handy einfach. An einem Tag kommt man hier und findet nichts, nur Schrott. Ich hab mit. Und einen anderen Tag kommst du her und findest den geilsten Scheiß. Das Licht ist recht gut. Ganz nah auch ganz gute. Du bist ein Glückspilz. Pilzglück. Im selben Loch, ziemlich weit unten, ganz tief, habe ich nochmal nachgegraben. Ganz tiefes Signal, ganz schwache. Und das ist das, was zum Vorschein gekommen ist. Anscheinend zwei Abzeichen an einem. Irgendwie festgeklebt. So, machen jetzt hier weiter. Mal sehen, was hier noch liegt. Wir werden natürlich jetzt gründlichst hier den Bereich absondeln. Letztes Mal habe ich das ja nicht so gründlich hier abgesucht. Hatte aber auch Gründe. Aber mir war klar, dass ich hier nochmal herkomme und das nochmal überprüfen muss. Das war bestimmt auch von ihm. Eine Hülse. Die nehmen wir natürlich auch mit. Also da ist noch irgendwas und hier ist auch noch irgendwas. Schwach. Müssen wir natürlich angraben. Da ist auch noch irgendwas. Da? Also hier sind noch drei Signale, habe ich jetzt entdeckt. Die sind zwar alle ein bisschen schwach. Das hier ist gut. Das hier ist besser. Was ist das? Wo ist das hin? Nur ein Klumpen. Ein Knubbel. Ich habe überlegt, dass wir den Waldrand absondeln sollten. Ach, so ein Scheißvorschlag. Das machen wir gar nicht. Ja, aber das war jetzt ein Zufall, ja. Zufall? Drei Abzeichen da verbuddelt. Wir haben jetzt hier gerade noch ein dickes Eisensignal rausgeholt. Müsste sich dabei um den Lauf handeln vom MG42. Könnte natürlich auch ein anderes MG gewesen sein. Aber ich vermute einfach, dass es vom MG42 ist, weil das ja sehr verbreitet war. Ups, jetzt habe ich irgendwas zerbrochen. Hier vorne sieht man noch. Oder? Nee, das war doch eigentlich ja nicht da drin, die Kimme. Nein, das ist keine Kimme. Das wurde ja da so da reingemacht. Ne? Ja. Ja, cool, habe ich noch nie gefunden. Also hatten die hier richtig eine Stellung? Die hatten wahrscheinlich ein MG hier. Ich vermute aber eher in die Richtung. Auf die Straße. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass hier, dass die hier positioniert waren. Die haben hier oben gelegen. Oh, der ist handgeschmiedet, Alter. Das ist hier mal in den Kopf dran. Der ist handgeschmiedet. Und schön. So, wir haben jetzt hier bestimmt noch eine Stunde gesondelt. Fundtechnisch kam jetzt überhaupt nichts mehr. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter sondeln. Aber wenn nichts kommt, wechseln wir den Spot und dann sehen wir uns an dem anderen Spot dann wieder, falls wir da was finden sollten. Wir haben den anderen Wald wieder verlassen. Da lagen nur Gesplitter und sowas. Wir sind jetzt wieder an dem alten anderen Wald, und zwar wo wir den SA-Dolch gefunden hatten damals, aber mal an eine andere Ecke. Und ich habe gerade einen silbernen Stift gefunden, der ist komplett aus Silber gefertigt worden, und den kann man hier hinten aufschrauben und dann kann man hier wieder neue Minen drin machen
Und hier unten kommt dann die Mine raus. Wahrscheinlich Bleistift oder Kugelschreiber, auf jeden Fall ein altes Modell. Und ja, mein Mitsonder hat gerade auch einen Fund gemacht im gleichen Moment. Und ich vermute, so wie ich es gehört habe, der hat einen Ring. Und jetzt gucken wir mal nach, was der hat. Ja, das ist noch etwas kalt, aber das Sondeln wärmt uns und das macht mega Spaß gerade, weil die Funde kommen gerade. Und da ist es. Ist es ein Ring? Nee, ist Geld. Eine Münze? Ja. Du Schwein. Da siehst du nicht viel, aber ich kann da was erkennen. Ich habe auch einen Paul Hindenburg gesehen, ne? Ja, ich habe auch einen Hindenburg gesehen. Cool, ne, dann wird es wohl ein 2-Reichsmark-Stück sein. Ja. Das wird es wohl sein. Ja, guck mal meinen Stift. Der ist auch schön. Der ist richtig geil, wa? So was habe ich mir schon immer mal gewünscht. Das ist ein alter Bleistift. Zeig mal. Zweimal Silber. Check. Oh, das ist das mit dem schönen Adler. Ja. Das sehe ich jetzt schon. Wir werden das jetzt ein bisschen sauber machen mit der Drahtbürste. Du hast doch dieses komische Gift dabei. Das Spray. Ja, und dann machen wir mal ein Foto. Hast du die etwa hier oben erwischt? Oder ist da nur der Dreck ab, ne? Da ist nur der Dreck ab. Ich glaube, ich habe sie nur gebürstet. Ja, dann lass uns das mal ein bisschen sauber machen und mach noch ein schönes Foto. Schön. Ja, hast du das Zeug da? Ja. So, geht weiter. Hier wieder, was gefunden. Ein Taschenmesser. Ist nichts Besonderes, ist schon ganz schön kaputt und verrostet, aber das ist immerhin ein interessanter Fund. Die wollte ich euch natürlich auch zeigen. Und das heißt auch, dass hier viele ungegrabene Signale noch sind, wenn wir nach so kurzer Zeit schon so viele Sachen finden. Na gut, wir machen weiter. Ja, ich wollte ja immer schon mal wieder hier sehen, aber nein, irgendwelche Wälder, die kann ich nicht finden. Experimente! Ja, hast ja recht. Wobei ich halt auch ganz gerne in Gebiete gehe, wo ich weiß, dass das geht. Manchmal brauche ich. So, wir haben jetzt eingepackt, kamen jetzt immer mehr Funde. Ohne Ende. Wir wollen eigentlich nicht aufhören, aber wir müssen. Wir haben leider einen Termin morgen. Und deswegen müssen wir jetzt abhauen. Aber ich werde euch die Funde natürlich in der Fundzusammenfassung zeigen. Oder halt auch. Na? Fotos und so. Stimmt's? Seien Sie doch nicht so aggressiv jetzt. Sei doch nicht gleich sauer. Nur weil du nichts gefunden hast. Weil ich wieder die ganzen Abzeichen gefunden habe. Zurückheilen. Eigentlich wolltest du mich doch da suchen lassen, oder? Nee, wenn du meinen Spot absondelst. Wenn du gesagt hast, geh da mal hin, ich hab da noch ein Signal gehabt und ich geh da hin und dann finde ich dann die zwei. Ja, dann hätte ich dich sowieso getötet. Im Wald. Und dann wärst du da geblieben und wärst vergammelt und irgendwann hätten sie dich gefunden und dann hätten sie gesagt, das ist nur ein alter Wehrmachtssoldat. Guck mal, der hat sogar seine Abzeichen hier gelassen. Nee, die habe ich ja mitgenommen. Ja, was habe ich denn hier noch alles? Eine Axt habe ich noch gefunden. Die fand ich ganz interessant. Die will ich sauber machen. Die kriegst du auch wieder fein hin. Und gucken, was da drauf steht, was für Stempel. Vielleicht ist das ja eine Axt von der Wehrmacht. Mein Hakenkreuz drauf ist, beiß ich den Rohr ab. Fette Hufeisen habe ich auch noch eingepackt. Zwei Stück. Die Mülltasche ist hier rammelte voll. Das sind natürlich nicht alle gute Funde, da ist eine Menge Müll dabei. Aber da wir den Wald ja öfters besondeln, wollen wir natürlich, dass es sich hier langsam ein bisschen lichtet. Dann kommen immer neue Funde auch zum Vorschein und der Wald wird auch ein bisschen sauberer. Stimmt's? Jetzt sagt, dass es stimmt. Jawohl. So, ach, jetzt habe ich vergessen, die Schippe einzupacken.
werde ich die noch hinmachen. So, jetzt fehlt nur noch die Kamera. Na gut, dann sehen wir uns ja nicht, weil wir hauen jetzt ab. Sehen wir uns in der Fundzusammenfassung. Ich werde euch jetzt noch schnell die Funde zeigen, die ich da gemacht habe. Die Funde von meinem Kumpel kann ich euch ja nicht zeigen. Die hat er mit nach Hause genommen. Ihr wisst, ich habe noch mehr Abzeichen gefunden und die zeige ich euch jetzt mal. Aber ganz kurz, vorher möchte ich euch noch diese Taschenuhr zeigen. Ich war nämlich danach noch öfters dort sonnen in dem Waldstück und ich habe diese Taschenuhr dann dort gefunden. Die war ganz verkrustet. Ich habe den Fund, glaube ich, nicht gefilmt. Ich war mit Anemone dort, da waren wir spazieren und ich bin dann einfach nochmal in den Wald weiter reingegangen und habe da in so einer, ja, da war wie so eine Kuhle, und da lag diese Taschenuhr drin. Sogar noch mit Zeiger. Und ist natürlich aus echtem Silber. Da sieht man. Ein bisschen was Schönes. Die ganzen Stempel und da ist auch nochmal ein Stempel drin. Da sieht man dann auch 800er Silber. Und wie ihr schon gesehen habt, halt das Erdkampfabzeichen, das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, zeige ich jetzt nicht nochmal so detailliert. Dann kam ein Verwundetenabzeichen. Ich habe das halt ziemlich stark gereinigt. Und ich habe das auch gewachst mit Triborius. Und dann kam dieses, das ist ein Flakkampfabzeichen. Auch davon werde ich euch den Link in die Videobeschreibung mit reinpacken. Da könnt ihr darüber lesen, in welchem Teil der deutschen Geschichte dieses Abzeichen verliehen wurde und warum. Bei dem Abzeichen habe ich mich halt dazu entschieden, nicht den Zinkfraß mit Oxalsäure rauszufressen, sondern ich habe mich dazu entschieden, das bei dem Abzeichen etwas zu lassen, damit mehr Material vorhanden ist. Ich zeige euch mal die Rückseite. Die Nadel kann man nicht bewegen, die ist fest, aber es ist halt auch konserviert. Ich habe das auch in Paraffin gekocht. Gereinigt habe ich es allerdings mit Ether. Und zwar hiermit. Mit Ether, die Natriumsalzdihydrat und mit dem Zeug, das ist so ein Pulver. Das ist also so ein bisschen wie Oxalsäure. Allerdings habe ich das dann nur ganz kurz eingelegt und beobachtet. Also das war irgendwie ein halber Esslöffel oder so auf die Wassermenge, die man benötigt hier, um das Ding im Wasser zu bedecken in einem Glas. Und da habe ich es dann so 3 bis 5 Minuten drin gehabt unter Beobachtung. Und da konnte man schon sehen, dass es halt hell wird und die ganze Zinkfarbe wieder hell rauskommt. Und dann habe ich es nur noch mit einer weichen Tierhaarbürste gebürstet und anschließend dann in Paraffin gekocht. Und das ist das Ergebnis. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Ich mache mir allerdings halt Sorgen, dass irgendwann der Zinkfraß hier, man sieht es überall, diese gelben, ekelhaften, faulenden Stellen, dass das sich irgendwann ausbreitet. Ich werde das beobachten und mal schauen. Also so bleibt es jetzt erstmal in diesem konservierten Zustand. Mich sehr gefreut über den echt noch sehr guten Zustand. Dann werde ich euch noch ganz kurz mein erstes Verwundetenabzeichen zeigen. Das habe ich damals gefunden. Das habe ich schon seit 5-6 Jahren. Das habe ich wirklich in meinen Sondelanfängen, war ich in einem Wald unterwegs, bin kurz vom Weg abgekommen und dann lag es da plötzlich. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen, habe ich damals gefunden. Dann der Silberstift. Über den habe ich mich sehr gefreut. Ein richtig schöner, alter Silberstift. Leider ist hier hinten das Ding abgegangen. Das ist diese Kappe hier. Die kann man nicht festschrauben oder so, die war da irgendwie dran einfach und ist einfach ab und ja, wäbt halt jetzt erstmal ab. Ist ein sehr schöner Stift mit einer sehr schönen Musterung auch. Wo ist er denn?
Da. Da ist die Musterung. So ein Wellenmuster hat er hier so lang. Und das Allerschönste ist, die Mine ist noch da. Und die schreibt auch noch. Ich zeig's euch mal. Man kann damit noch malen und schreiben. Hier sieht man, dass da irgendwas mal dran war. Wahrscheinlich so ein Cliphalter oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es weg. Ja, so viel zu dem Stift. Bevor das Video jetzt zu Ende geht, möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Einen alten Fund, den ich damals gemacht habe. Das ist schon ewig her. Und zwar diese Teil. Ich möchte das jetzt nicht aus dieser Tüte rausnehmen, weil sonst fallen Kleinteile weg. Das ist wie so eine Ansteckbrosche oder sowas. Und da ist ein Bild drin. Seht ihr das? Da ist ein Bild von einem Soldat drin. Man sieht das Gesicht und die Mütze. Und dieses Abzeichen oder diesen Anstecker habe ich damals gefunden, vor Ewigkeiten, auch vor Jahren, und habe ihn einfach nur eingetütet, weil er so bröselig war. Und damals konnte man das aber nicht erkennen. Da war das einfach nur ein Kreis hier. Ein dunkler Kreis, da war nichts zu erkennen. Und jetzt über Jahre in dieser Tüte, ich habe heute mal ein bisschen meine Funde sortiert, da habe ich das entdeckt, dass da ein Gesicht drauf ist. Und ich habe eine Nahaufnahme gemacht, ein Makrofoto, das will ich euch mal kurz zeigen. Ja, sehr interessant, dieser Fund. Den wollte ich euch einfach noch zusätzlich zeigen. Das war's jetzt mit dem Video, mit den Abzeichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und werde mich jetzt direkt an die Verarbeitung der nächsten Videos machen. Ich möchte nämlich dieses Jahr so viele Videos rausbringen, wie ich noch nie vorher auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Und das erfordert natürlich viel Zeit und viel Arbeit. Und deswegen muss ich jetzt direkt weitermachen. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und lasst doch einen Kommentar da oder ein Like oder irgendwie sowas. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!